Jetzt haben wir ja schon 22 Tage miteinander gezeichnet, geklebt, gekleckst, ausprobiert, geschrieben. Und heute schlage ich hier wieder so eine vorgekleckste Seite auf. Da haben wir ja einige. Oder du machst dir eine neue oder du lässt die Kleckse weg und fängst mit einer weißen Seite an. Das ist ganz gleich. Heute gibt es wieder eine Schreibaufgabe, die du aber ganz kreativ umsetzen kannst. Und zwar möchte ich, dass du mal so ein bisschen die letzten Augusttage mit dem Art Journal reflektierst und dir notierst, warum es dir Spaß gemacht hat, in deinem Skizzenbuch zu arbeiten. Was daran macht dir Freude? Bei mir ist es so, dass ich dann abtauche und alles ringsherum vergesse, dass ich neue Techniken lerne, dass ich mich kreativ mit was auseinandersetzen kann, dass ich am Ende des Prozesses auch ein Ergebnis habe, egal ob mir das gefällt oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall mich damit auseinandergesetzt und ich habe Lösungen für Probleme gefunden und das alles verbindet mich mit mir selber. Also das sind so meine Hauptmotivation. Und vielleicht ist es ja für dich, dass es eine Auszeit für dich selber ist oder dass du in dem Moment deine Gedanken sortieren kannst durch das Aufschreiben oder dass sich neue Möglichkeiten eröffnen, was auch immer. Schreibe das auf deine vorgekleckste oder nicht bekleckste Seite. Du kannst wieder Worte ausschneiden. Ich habe hier so einen Manufaktum-Katalog gerade hier liegen, weil ich an meine anderen Sachen nicht rankomme. Da gibt es einfach auch tolle Worte in irgendwelchen Zeitschriften, die du nutzen kannst. Zitate, du kannst es auch einfach als Liste machen, du kannst das Ganze bunt machen. Ich habe hier ein tolles Buch. Das finde ich total inspirierend. Die schreibt es hier einfach so ganz wild da drin rum. Also lass dich da einfach, das ist das Buch, mein Kameraausschnitt ist nicht so groß. Das gibt es, glaube ich, nur noch gebraucht, beziehungsweise ja im Antiquariat von der Sabrina Ward Harrison. Die hat auch eine Website. Finde ich ganz toll, da blättere ich so gern durch. Nicht, dass ich das hier auch könnte in dieser Lockerheit, aber das ist eine tolle Inspiration, so auch eine Seite zu gestalten. Und deine Seite soll jetzt zum Thema sein. Warum möchte ich ein Skizzenbuch führen? Was gefällt mir daran? Warum ist es für mich wichtig, einmal am Tag so eine kleine kreative Auszeit für mich zu haben? Oder genau, also dieses große Warum hinter allem. Das ist nämlich ein ganz großer Antrieb für unsere Motivation, Dinge zu tun. Nicht nur beim kreativen Werken, sondern überhaupt im Leben. Unser Warum. Und heute geht es aber um das, warum kreativ zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Aufgabe.